Zum Glück habe ich das gleich geschafft. Das erste Feld. Von insgesamt drei, die wir jetzt noch zu machen haben. Oh, Licht aus hier. Dunkel gewesen da unten. Ja. Dann ist schon mal eine Arbeit weniger. Und... ich kann in nächster Zeit etwas ruhiger machen. Etwas. Nicht sehr viel, aber etwas. Erstmal hier. Das ist echt eine Umstellung. Ohne Spurenreißer anzusehen. Wir haben sonst immer nur mit Spurenreißer gehabt. Ich glaube, ich muss noch mal fahren lernen hier. Wir hier noch einmal ein Stückel runter bis da und dann nächstes Mal sehe ich anders an. Das nächste Mal wird anders angesehen. So gut, dann kann ich das zweite Feld gleich rauf da. Saatgut reicht auf jeden Fall noch. Das reicht auf jeden Fall noch. So, und dann heißt es noch hier Groben und Ansehen. Groben, Ansehen, Groben, Ansehen. So, ich muss noch mal in meinem Büchlein gucken, wo habe ich das überhaupt liegen jetzt hier. Wo liegt denn das? Da habe ich es reingepackt. Ja, so. Gut. Das jetzt stehen hier jetzt ein Hirse, Hafer, so ja. Der Rest wird nächstes Jahr. Gut, nur noch Weizen. Nur noch Weizen. Nur noch Weizen hier. Der Rest kommt alles im Frühjahr. Ja, dann bin ich ja im Frühjahr auch wieder so. Und der Stress. Zu sehen. Ich muss nochmal meine Kartenübersicht reingucken. Ich glaube. Ah ne, brauche ich ja doch nicht. Die brauche ich ja doch nicht. So. Oh, 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 nicht zu weit. Nicht, dass mir das Ding gleich in den Graben rutscht. Nicht, dass mir das Ding gleich in den Graben rutscht.
Aber das ist halt so Arbeit, das ist schön, auch entspannt. Ist zwar stressig alles, aber wie gesagt, jetzt wieder Stress, so allmählich ein bisschen weniger. Den Raps kriege ich hier heute auf jeden Fall noch rein. Dann habe ich in den nächsten Tagen auch ein bisschen Ruhe. Und gut, der Mais hätte ich noch. Da muss ich noch mal mit dem Lohner reden, ob die Zeit haben, dann demnächst zum Häckseln. Wenn nicht, dann halt dreschen. Falls sie zeitmäßig keine oder aus Zeitgründen keine Zeit haben. Ja, gut, doppelt gemoppelt, aber naja, gut. So, die ziehen wir mal durch die Bahn. Gut. Einmal beim Nachbarn rauffahren. Was der Nachbar nicht weiß, macht ihm nicht heiß, ne? Also jetzt nicht bei dem Nachbarn, sondern bei den anderen Feldnachbarn. Das ist gut, der Name, habe ich das nämlich Fetch. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Bisschen entspannen. Wenn die Flächen hier fertig sind. Ich muss mal gucken, ich glaube. Wie weit kann ich, glaube ich, auch noch. Ich glaube, die Weizen werde ich wahrscheinlich morgen ansehen. Ich muss vielleicht heute, nachdem ich den Raps gedrillt habe, muss ich auch mal ein paar organisatorische Sachen machen. Das läuft ja. Kann ich nachher den Deutsch schon auch wieder Start klar machen, dass er da einmal lang grubbern tut. Oder dass ich da einmal lang grubbern kann, besser gesagt. Tun tue ich das ja. Also soweit, dass der Deutsch halt schon wieder fertig ist dafür. Und da muss ich mal gucken, was die Preise so für die Hirse sagen. Jetzt mein Tablet nicht mit, wo ich das drauf habe, die Geschichte mit den Preisen. Aufs Handy habe ich das nicht, ne? Nee, habe ich nicht auf Handy. Auch im Handy habe ich das nicht, das ist so. Nicht zu viel auf dem Handy, jetzt kann man alles von zu Hause, vom Tablet, PC machen. Alles schick.
gesagt, wenn das hier angesiedelt ist, muss ich mal gucken. Werde ich mich mal am Autowagen setzen und gucken, ob ich irgendwo mal die Jungs vom LU ein antreff. Weil am Handy geht der Chef nicht ran und ja. Ich weiß nicht, ob er beschäftigt ist oder. Ob er es nicht hört, kann ja auch sein, ne? Aber den wird er ja wahrscheinlich aber auch zurückrufen, ne? Naja, ach, das kriege ich auch schon hin irgendwie. Ist mit der Seemaschine ist man eigentlich auch schönwendig. Ne, Teil, die hat keinen Spurenreißer. Ja gut, dann brauche ich mich eigentlich auch nicht mehr so dolle um die Felder kümmern. Ich meine, alles im Frühjahr. Spritzen und Pflanzenschutz. Da muss ich mich nicht. Ah, siehst, ich muss mich eigentlich auch nur um die Wiesen kümmern, ne? Habe ich ja doch nicht so viel Freizeit, wie ich gerne denke. Beiden Wiesen noch einmal kalken. Ah. Ist das Problem mit dem. Mit dem. Kalken, der ist so schwer. Ja, dann mache ich halt die Schaufel nicht ganz so voll. Oder es läuft mit dem 500er besser als mit dem Kramer. Eventuell. Der Monitor da oben stört ein bisschen. Ich kann nicht sehen, wenn da einer auf meinen Hof kommt. Irgendwann genug Geld habe, dann werde ich mir wahrscheinlich das Feld hier noch kaufen.
Irgendwann, vielleicht. Ein schön ein langes, gerades Feld. Bäumchen bleibt drinnen. Also ein bisschen links und rechts vorbei arbeiten dran. Das wäre jetzt nicht das Problem. Das wäre auf jeden Fall super. Schön lange gerade Bahn. Oder eine lange gerade Bahn wenigstens. Schön aus zwei Feldern eins machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Hektar ich jetzt hier drauf habe. So viel wird es aber, denke ich mal, nett sein. Ja, mal gucken. Erstmal muss das fertig hier, ne? Und dann brauchen wir Geld. Und, ne? Naja, gut. Das wird sich schon irgendwie alles ergeben. Da machen wir mal keinen Stress.